Servus, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind gerade, wie soll ich sagen, aus Mutterherz raus, haben gegen einen, naja, Dämon gekämpft, so haben sie ihn genannt. Unser erster wirklicher Boss. Und jetzt möchten wir gerne die Hauptstory weitermachen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, sollen hier die Läufer überbrücken. Mal gucken. Also. Das ist unser Ziel. Dann. Ja, würde ich sagen. Was ist das? Gehen wir erst dahin. Ausrufezeichen ist immer cool. Ja. Was macht der eigentlich? Ah, okay. Nee, Händler. Nee, irgendwie. Auch nicht interessant. Außer. Okay, macht mehr Schaden. Aber. Braucht man ja nicht. Okay. Also, die Fertigkeit. Schlag von oben. Das wäre eine interessante Sache, aber wir haben ja noch keine. Das. Ich glaube. Wir machen. Zum einen das. Das. Und das. Ach komm. Nehmen wir das auch noch mit. So. Gehen wir da hoch, oder? Das ist irgendeine Nebenquest. Plünderer. Bist du da draußen? Oh, okay. Da wurde wohl jemand überrascht. In der Übung bleib. Wurm, bitte, hier ist Dolara. Oh, okay. Bist du da draußen?
Okay. Mann, seit wann sind die so aggressiv? Na gut. Metallscherben, eine Linse. Lauter Sachen zum Verkaufen. Für mich. Bist du da draußen? Okay, wie komme ich da hoch? Vielleicht hier lang. Rom, kannst du mich hören? Na? Hier. Ah, okay, hier lang. Okay. Ah, da. So, was ist los? Ich bin hier, Brom. Bist du da draußen? Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen, darum wollte ich ihn suchen. Okay. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Ja. Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last, ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Okay. Puh, das ist ja komplett in die andere Richtung, oder? Ach komm, mach mal. Hallo? Ich will runter, Leute. Okay, da lang. Wirklich?
Puh. Na toll. War irgendwie klar, dass das passiert. Ich brauche mehr Heilmittel, ne? Oh Mann. Metallgefäß. Stein, na toll. Okay, jetzt herstellen, komm. Fettes Fleisch. Echt jetzt. Schlecht, schlecht. Fettes Fleisch, das heißt, wenn ich so ein Wildschwein. Das wäre doch eine Idee, oder? Hm? Wildschwein jagen. Karte. So. Da lang, nee, unten rum. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Wächter, Wächter, Wächter. Nee, die lass mal in Ruhe und gehen weiter. Allein das Wasser, das ist... Ich weiß nicht. Die Grafik ist richtig gut.
Und ich habe jetzt schon einige Spiele gesehen, die eine schöne Grafik haben, aber das hat's echt in sich. Okay. Okay. Das war ein Wildschwein. Geht doch. Questmenü öffnen. Untersuche Broms Lager. Okay. Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Das ist Wildschwein. Das will ich mir kurz holen. Komm schon. Oh. Absolut kein Platz dafür. Echt? Oh. Dann müsste man doch aber was herstellen können, oder? Tragekapazität? Rohstoffbeutel. Okay, jetzt nochmal. Ach, jeweils nur einmal. Okay, na gut. Es ist ein Anfang. Arme Tier. Aber ich brauch Fleisch. Was soll hier jetzt noch sein? Achso. Okay. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Holen wir kurz noch den. Aha. Ich werde ja noch zum richtig guten Jäger. Okay, das Gebiet mit einem Fokus und so. Okay. Spur. Folge. Ich sehe jetzt die Spur nicht, oder? Bin ich blind? Heute? Ach, da. Und ja, ich bin blind. Wem gehört dieses Messer?
Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein. Und es führt von hier weg. Dann da lang. Und weiter. Tier. Ah, cool. Das krieg ich nie. Das muss jetzt. Ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Mhm. Die markieren wir. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht finden, oder? Und hoch. Ich frag mich, ob es im Dunkeln irgendwie gefährlicher ist, aber hoffen wir mal nicht. Oh, geht doch. Die Sonne zieht in Richtung Westen. Ich muss auf der Hut sein. Okay. Und hier nochmal. Okay. Reinholz haben wir genug. Kann man sich eigentlich an so einem Lagerfeuer heilen? Naja, wir werden es bald testen, hoffentlich. Wow. Cool. Und ein Feuer. Mal wissen, wieder zurück. Okay, wir speichern kurz erst. Okay, nee. Geheilt wird man hier nicht, leider. Schade, kann man irgendwie... Na gut. Das ist verrückt. Ob das Blut im Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Folge den Spuren.
diese Plünderer denn da? Das sind noch mehr. Suche den zerstörten Wächter. Okay. War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge, er hat ihn erledigt. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. So. Ah, so geht das Schlittern, okay. Sollen wir den gleich erledigen? Ja, oder? Okay. Heilung. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Sorry, aber ich brauche das. Fuchsknochen. Okay, und jetzt? Hier geht's jetzt nicht weiter, oder? Bin verwirrt. Ah, nach oben. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Ups. Ah. Au. Das wollte ich eigentlich nicht. Na. Rom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Folge den Spuren. Die wo sind? Ganz komisch. Sind die Vorräte aus dem Lager? Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Was ist? Okay. Hoch. Ich schwör's.
Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Ich höre dir nicht zu! Du musst erst schwören! Okay. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Naja. So sanft ist sie auch nicht. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Erste gute Tat. Okay, was kriegen wir dafür? Eine Belohnungskiste und 1000 Erfahrungspunkte. Dann machen wir die Kiste mal auf, ha? Schön. Ja. Hm, okay. Oh, wir haben echt viel Rohstoffe, gell? So, was haben wir denn jetzt? Ja, jetzt machen wir wieder die Hauptquest weiter. So. Ah, okay, wir sind gleich ganz in der Nähe. Dann, ich würde sagen, das machen wir auch noch in dieser Folge, den Test. Da gehen wir nicht runter. Hier lang. Noch schnell Munition. Okay, passt. Ist das ein Läufer? Ah ja, gut.
Wie soll man das jetzt machen? Steht das in der Quest? Um die Verschwörung gegen sie zu enträtseln, muss Aloy das heilige Land der Nordstamms verlassen. Aber verdorbene Maschinen stehen ihr im Weg. Brücke Einläufer. Okay. Denk mal, dass ich nicht angreifen muss, oder? Läufer. Ah. An ihm kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Also. Ob ich leise sein kann? Haha. Gleich sind wir da. So. Okay, dann mal los. Komm jetzt, mach schon. Es hat geklappt. Wie cool ist das denn? Braver Junge. Das ist schon besser. Ja! 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 Lauf! Okay. Das gefällt mir. Rede mit Wahl. Dann laufen wir da noch hin. Ist ja super. Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Wie cool ist das denn? Bewegt sich wie ein Pferd. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Okay, runter. Im Werkzeugemenü. Ah, okay. Das ist ja cool. Okay, da ist ein verdorbener Sägezahn, aber ich würde sagen, das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, in dieser Folge, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, nach unten, ein Abo, wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend und eine gute Nacht. Ciao, ciao.